Wir sind Rumtrip, die mobile Jugendarbeit, machen Streetwork seit 2001 in Wiener Neustadt und dem Piestingtal. Wir sind ein Teil des Vereins Jugend und Kultur und wir sind auf Streetwork unterwegs, entweder mit unserem Bus oder zu Fuß. Ein Highlight der letzten Streetwork-Runden war es, eine ganz neue Gruppe kennenzulernen und sich auch austauschen konnte, was man eigentlich so macht, wer wir sind. Das ist echt oft spannend, dass die Leute gar nicht genau wissen, was Streetwork heißt, was mobile Jugendarbeit bedeutet. Es ist schön, wenn man sich dann da austauschen kann und sie sind dann oft ganz überrascht, dass es einfach Leute gibt, die sich dafür interessieren, was Jugendliche in der Stadt zu treiben. Wir sind Ansprechpartner für Jugendliche in allen Bereichen und allen Lebenslagen. Das heißt, wir können unterstützen, wenn es Probleme gibt, aber nicht nur. Man kann mit uns über alles und nichts quatschen. Und das ist gerade das Schöne, dass wir halt nichts anbieten müssen, aber so viel können einfach. Wir bieten auch Begleitungen für Jugendliche an. Dabei handelt es sich in erster Linie um Begleitungen zu diversen sozialen Einrichtungen, Ämtern, Behörden, Gericht oder auch Polizei. Wichtig zu sagen ist, es handelt sich nicht nur um die Begleitung an diesem einen speziellen Tag, sondern oft benötigt es auch entsprechende Vorbereitungszeiten. Es müssen Dokumente beschaffen werden, Anträge gestellt werden. Man muss sich im behördlichen Dschungel mal zurechtfinden und all das können wir gemeinsam mit dem Jugendlichen erarbeiten. Wir bieten auch Beratungen an zu ganz unterschiedlichen Themen. Die Jugendlichen kommen halt mit ihren Fragen zu uns. Das kann zum Beispiel sein, dass sie uns zu Sexualität fragen oder juristischen Themen. In Kriseninterventionen ist es so, dass wir halt probieren, den Druck rauszunehmen, dann gemeinsam an einer Lösungsstrategie zu arbeiten. Was ganz wichtig ist, ist alles, was die Jugendlichen uns erzählen, auch bei uns bleibt. Ein Fixpunkt unserer Arbeit ist auch der Jugendclub hier im Triebwerk, wo Jugendliche zweimal die Woche einfach vorbeikommen können, auch unangemeldet und mit uns und mit Gleichgesinnten, Gleichaltrigen Zeit verbringen können. Unser Jugendclub befindet sich ja im Triebwerk und das wird normalerweise als Veranstaltungslocation verwendet. Und das heißt halt, dass wir dadurch auch eine gute Musikanlage haben, dass wir eben auch eine coole Lichtanlage haben, eine Bühne. Und das wird eigentlich jedes Mal gern genutzt, um die Musik laut aufzudrehen, manchmal auch zu tanzen. Letztes Mal sind auch TikTok-Trends nachtanzt worden von den Mädels auf der Bühne. Also es bietet einfach viele Möglichkeiten, die man sonst vielleicht so nicht hat. Also wir tanzen manchmal dann auch mit. Ja, wir tanzen manchmal auch mit. Unsere Türen sind dann einfach offen und man kann gerne einfach vorbeispazieren und reinschauen, ob es jetzt für eine Viertelstunde ist oder für die volle Zeit. Also das ist ganz egal. Wir machen auch Freizeitangebote, für die man sich am besten anmeldet, damit wir was vorbereiten können. Und das ist ganz unterschiedlich. Ich mache selber gern Kreativprojekte wie Nähen, Malen, Batiken, aber auch sportliche Aktivitäten. Wir waren picknicken öfter, wir haben Radausflüge gemacht, wir waren schwimmen im neuen Bad in Wiener Neustadt und haben auch ein Skate-Event gemacht. Also unsere Angebote sind kostenlos und wir halten auch unsere Augen offen, dass wir kostenlose Angebote finden und auch was finanzieren können für die Jugendlichen. Wenn ihr was mit uns unternehmen wollt, dann uns am besten einfach anquatschen, wenn ihr uns trefft oder anrufen, E-Mail schreiben, Instagram und wir organisieren das dann gemeinsam.